Von Zeit zu Zeit. Eigenverantwortung ist sowohl im beruflichen als auch gesellschaftlichen Umfeld ein Thema. So hat jeder Einzelne grundsätzlich sein Leben selbst in der Hand, beeinflusst jedoch bewusst oder unbewusst oftmals auch das Leben anderer. Die Erkenntnis dieser Tatsache kann sich positiv auf zwischenmenschliche Interaktion sowie im Umgang und in der Anerkennung von Fehlern auswirken. So werden persönliche Fehler oftmals ignoriert oder verdrängt, anstatt die Verantwortung auf die eigenen Schultern zu nehmen. Letzteres ist in der Regel die bessere Option, als die Schuld auf andere abzuwälzen. Eigenverantwortung ist eine Stärke und eine Möglichkeit, im besten Fall den Respekt der Mitmenschen auf sich zu lenken. Wer über vertrauliche Informationen verfügt und diese auch so behandelt, spielt am besten mit verdeckten Karten. Eine bekannte Methode sowohl im gesellschaftlichen als auch politischen Umfeld. Obwohl die Meinungen vieler politischen Parteien nicht unterschiedlicher sein könnten, wird oftmals versucht, die Differenzen beiseite zu legen und überparteilich, also über die Parteigrenzen hinaus, zusammenzuarbeiten. Indem man die Kräfte bündelt und gemeinsam an einem Strang zieht, kann manchmal ein sinnvoller Kompromiss gefunden werden.